Chachi. Mama. Nicht weinen. Ist ja gut. Du bist mager. War etwa die Schule zu stressig? Nein, nein. Geh bald ins Bett. Du brauchst Ruhe. Hm, weiß ich doch. Ist dein Vater oft zu Hause? Hast du kochen gelernt? Wie läuft es denn? Ganz gut. Keine Sorge. Sei nicht nachlässig beim Kochen. Du bist noch im Wachstum und brauchst eine gute Ernährung. Nicht nur Instant-Nudeln. Hm? Mama, ich kann auf mich selbst aufpassen. Hast du Angst, wenn du nachts allein bist ohne mich? Ich bin es ja gewöhnt. Betest du immer noch und liest fleißig Gottes Worte? Hm? Ja. Warum ist dein Hals hier geschwollen? Das ist nichts. Sag mir sofort, was los ist. Jachi, sag es mir, ja? Ich habe ein Lymphom. Ich werde nächsten Monat am 4. operiert. Sag mir, wie ist das passiert? Laut Arzt liegt es an chronischem Stress und Depressionen. Als du weg warst, kamen die Polizei und die roten Armbänder immer wieder vorbei, schüchterten mich ein und fragten nach dir. Meine Lehrer und Klassenkameraden machten sich über mich lustig. Ich hatte Angst, nach Hause zu gehen, Angst, zur Schule zu gehen. Und viele Male wollte ich vom Balkon springen. Aber ich hatte Angst, dass ich dich nie wiedersehe, wenn ich springe. Mama, ich habe Angst. Chachi, hab keine Angst. Wir haben Gott an unserer Seite. Er ist unsere Stütze. Egal, wie krank wir sind, Gott stützt uns. Er kümmert sich drum. Hab keine Angst. Wir glauben an den wahren, den allmächtigen Gott. Gottes Worte sagen, der allmächtige Gott ist ein allmächtiger Arzt. Wer in der Krankheit verweilt, ist krank. Aber wer im Geist verweilt, ist gesund. Leben und Tod liegen in seiner Hand. Wenn wir zu Gott beten, wird er uns bestimmt helfen.
müssen zu Gott beten, denn er wird uns helfen, weißt du? Ich werde vom großen roten Drachen gejagt und kann nicht nach Hause zurückkehren. Und jetzt ist meine Tochter krank. Was soll ich tun? Wirklich zu kämpfen. Wenn sie stirbt, was soll ich dann tun? Hey, schau dir dieses Video an. Ich mag diesen Schritt. Mit diesen Situationen möchte Gott uns vollkommenen und retten. Dank sei Gott. Sag, Schwester Liang, was ist los? Ach, gar nichts. Schon gut. Dann beenden wir die Versammlung damit. Gern. Bis später. Ich ließ meine Familie zurück, um mich für Gott aufzuopfern. Er sollte uns beschützen. Wie kann meine Tochter Krebs haben? Stellt Gott meinen Glauben auf die Probe? Schwester Liang, denkst du noch an deine Tochter? Ich kann nicht aufhören, mir Sorgen um sie zu machen. Ich weiß nicht, was Gottes Wille ist. Wie konnte sie Krebs bekommen? Du weißt, dass sie krank ist, kannst aber nicht helfen. Das muss schmerzhaft sein. Mir fällt ein Abschnitt aus Gottes Worten ein. Während Menschen sich Prüfungen unterziehen, ist es normal, dass sie schwach sind oder innere Negativität aufweisen, ihnen Klarheit über Gottes Willen oder ihren Weg für das Praktizieren fehlt. Wie dem auch sei, du musst an Gottes Werk glauben und darfst Gott nicht verleugnen, genau wie Hiob. Obwohl Hiob schwach war und er den Tag seiner eigenen Geburt verfluchte, bestritt er nicht, dass Jehova alle Dinge im menschlichen Leben zuteil werden ließ und dass Jehova sie auch alle wegnimmt. Wie auch immer er geprüft wurde, er behielt diesen Glauben bei. Was immer deine Läuterung durch Gottes Worte bei deiner Erfahrung ist, was Gott verlangt, ist, kurz gesagt, des Menschen Glauben und Liebe zu ihm. Indem er auf diese Weise wirkt,
vervollkommnet er den Glauben, die Liebe und die Bestrebungen der Menschen. Gott vollbringt das Werk der Vervollkommnung, das Menschen weder sehen noch spüren können. Unter solchen Umständen ist dein Glaube erforderlich. Amen. Amen. Als ich hörte, dass sie Krebs hat, fühlte ich mich schwach. Meine geistliche Größe ist noch zu gering, mein Glaube unzureichend. Wenn wir wirklich alles für Gott geben, wird er uns durch alle Schwierigkeiten führen. Wenn du leidest, musst du imstande sein, das Fleisch nicht zu beachten, dich nicht über Gott zu beklagen. Wenn Gott sich verbirgt, musst du den Glauben haben, zu folgen deiner Liebe aufrecht erhalt, sie nicht verblassen oder sterben lassen. Egal was Gott tut, du musst seinen Plan akzeptieren, dein Fleisch verfluchen, als dich übe, ihn zu beklagen. Gefalle Gott in Prüfungen, auch wenn du weinst oder verlierst, was du liebst, das ist wahre Liebe und wahrer Glaube. So viele glauben an mich, nur damit ich sie heile. So viele glauben an mich, nur damit ich meine Kräfte gebrauche, um unreine Geister aus ihren Körpern auszutreiben. Und so viele glauben an mich, nur um Frieden und Freude von mir zu empfangen. So viele glauben an mich, nur um größeren materiellen Reichtum von mir zu fordern. So viele glauben an mich, nur um dieses Leben in Frieden zu führen und um sicher und gesund in der zukünftigen Welt zu sein. So viele glauben an mich, um das Leiden der Hölle zu vermeiden und den Segen des Himmels zu empfangen. So viele glauben an mich, nur wegen vorübergehender Bequemlichkeit, streben jedoch nicht danach, etwas in der zukünftigen Welt zu erlangen. Als ich meinen Zorn auf den Menschen herniederbrachte und alle Freude und den Frieden wegnahm, den er ursprünglich besaß, wurde der Mensch unsicher. Als ich dem Menschen das Leiden der Hölle gab und den Segen des Himmels zurückforderte, verwandelte sich die Scham des Menschen in Zorn. Als der Mensch mich bat, ihn zu heilen, ich ihn jedoch nicht beachtete und überdies Abscheu für ihn empfand, verließ mich der Mensch, um bei böser Medizin und Zauberei Hilfe zu finden. Als ich alles wegnahm, was der Mensch von mir verlangt hatte, verschwanden alle spurlos. Darum sage ich, dass der Mensch an mich glaubt, weil ich zu viel Gnade erweise. Und es viel zu gewinnen gibt.
Ich war wie gelähmt, als ich erfuhr, dass meine Tochter Krebs hat. Ich konnte kaum meine Pflicht tun. Und ich trug Beschwerden im Herzen. Ich habe nicht laut gesagt, dass ich für ihn gearbeitet hatte und Gott meine Familie beschützen sollte. Aber ich wurde von Zweifeln geplagt. Warum ist meine Tochter so erkrankt? Die Beschwerden zeigten, dass ich Gott die Schuld gab und mich gegen ihn auflehnte. Meine Arbeit und meine Opfer waren mit einem Makel behaftet, dass ich immer noch motiviert war, gesegnet zu werden. Wäre meine Tochter nicht krank, glaubte ich noch, dass ich gut vorankäme. Diese Prüfung hat mich völlig entlarvt. Wo ist nur meine Liebe, zu Gott meine Ergebenheit? Ich bin gewissenlos und unwürdig, dass man mich Mensch nennt. Giacis Krankheit ließ dich das sehen. Das ist Gottes Gnade und Segen. Ja. Es erinnert mich an Gottes Worte. In ihrem Gottesglauben streben Menschen danach, Segnungen für die Zukunft zu erhalten. Das ist ihr Ziel in ihrem Glauben. Alle Menschen haben diese Absicht und Hoffnung, aber die Verderbtheit in ihrer Natur muss durch Prüfungen aufgelöst werden. Welche Aspekte auch im Menschen unrein sind, sind die Aspekte, die geläutert werden müssen. Das ist Gottes Fügung. Gott schafft eine Umgebung für dich und zwingt dich, da geläutert zu werden, damit du deine eigene Verderbtheit kennen kannst. Schließlich gelangst du an einen Punkt, da du lieber sterben und deine Pläne und Wünsche aufgeben und dich Gottes Souveränität und Plan fügen würdest. Deshalb werden die Menschen, wenn sie nicht jahrelange Läuterung aufweisen oder gewissermaßen leiden, die Knechtschaft der fleischlichen Verderbtheit in ihren Gedanken und Herzen nicht loswerden können. In welchen Aspekten auch immer du noch durch Satan gefesselt bist und in welchen Aspekten auch immer du noch deine Wünsche und Forderungen bewahrst, dies sind die Aspekte, in denen du leiden solltest. Nur durch Leiden können Lektionen gelernt werden, was bedeutet, die Wahrheit erlangen und Gottes Willen verstehen zu können. Tatsächlich werden viele Wahrheiten durch das Erfahren schmerzlicher Prüfungen verstanden. Niemand kann Gottes Willen erfassen, seine Allmacht und Weisheit kennen oder seine gerechte Disposition verstehen, wenn er sich in einer angenehmen Umgebung oder in günstigen Umständen befindet. Das wäre unmöglich. Amen. Gottes Worte sind so klar. Und sein Werk zur Rettung der Menschheit ist praktisch. Ja. Früher habe ich hart gearbeitet und Opfer gebracht. Deshalb dachte ich, ich sei Gott ziemlich treu ergeben und verdiene Anerkennung. Aber als ich auf der Flucht vor dem großen roten Drachen war, wurde ich negativ. Ich merkte, dass mir Gott gegenüber Hingabe und Unterwerfung fehlte. Ich folgte Gott um des Segens willen, nicht willens zu leiden. Dahinter steckten Verdorbenheit und extravagante Begierden und das konnte nur durch Gericht und Züchtigung gereinigt werden. Genau. Wenn ich das nie erlebt hätte, hätte ich nie mein wahres Maß erkannt und nur an die Segnungen des Königreichs gedacht. Das ist so gewissenlos. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie förderlich Leiden und Trübsal für unser Wachstum im Leben sein können. Das ist sehr wahr. Die Krankheit meiner Tochter ist nichts als eine Prüfung Gottes, die mich entlarvt. Und sie dient meiner Rettung. Es ist Gottes Liebe und ich bin ihm dankbar. Amen. Ich habe neulich inspirierende Abschnitte in Gottes Worten gelesen. Lesen wir sie. Lass mich lesen. Ja. Hiob sprach nicht vom Handel mit Gott und stellte keine Anforderungen oder Ansprüche an Gott. Er pries Gottes Namen wegen seiner großen Kraft und Autorität in der Herrschaft über alle Dinge. Sein Lob hing nicht von seinem eigenen Segen oder Unglück ab. Er glaubte, dass Gottes Macht und Autorität sich nicht verändern werden, ob ein Mensch Segen oder Unglück von Gott empfängt. Und somit
unabhängig von den Umständen eines Menschen, Gottes Name gelobt werden sollte. Dass der Mensch von Gott gesegnet wird, liegt an Gottes Souveränität. Und durch seine Souveränität wird der Mensch heimgesucht. Gottes Kraft und Autorität beherrschen und ordnen alles des Menschen. Die Launen des menschlichen Schicksals sind die Manifestation der Kraft und Autorität Gottes. Und unabhängig vom Standpunkt eines Menschen sollte Gottes Name gelobt werden. Amen. Dies ist, was Hiob im Laufe seines Lebens erfuhr und lernte. Alle Gedanken und Handlungen Hiobs erreichten Gottes Ohren und kamen vor Gott an und wurden von Gott als wichtig erachtet. Gott schätzte diese Kenntnis von Hiob und schätzte an Hiob, ein solches Herz zu haben. Dieses Herz wartete jederzeit und allerorts auf Gottes Befehl und war empfangsbereit, was immer seines Weges kam. Hiob stellte keine Anforderungen an Gott. Er verlangte von sich selbst, auf alle Anordnungen von Gott zu warten, sie zu akzeptieren, sich ihnen zu stellen und sie zu befolgen. Hiob glaubte, dies sei seine Pflicht und es war genau das, was von Gott gewünscht war. Denn Hiobs Herz war rein und nicht vor Gott verborgen. Seine Menschlichkeit war ehrlich und gütig. Und er liebte Gerechtigkeit und alles Positive. Nur ein solcher Mensch mit Herz und Menschlichkeit dieser Art konnte dem Weg Gottes folgen und zu Gottes Furcht und Meidung des Bösen imstande sein. So ein Mensch konnte Gottes Souveränität, Autorität und Kraft sehen und Gehorsam gegenüber seiner Herrschaft und Anordnungen erreichen. Nur ein solcher Mensch konnte wirklich Gottes Namen loben. Das liegt daran, dass er wusste, dass alles in Gottes Hand lag und er nicht an Segen oder Unglück dachte. Er wusste, menschliche Sorgen sind Zeichen von Torheit, Unwissenheit und Unvernunft. Ein Zeichen des Zweifels an der Tatsache der Souveränität Gottes über alle Dinge. Und keines der Gottesfurcht. Das Wissen von Hiob war genau das, was Gott wollte. Amen. 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 Hiobs Glaube war gewaltig. Er wusste, dass das, was er durch die harte Arbeit erhalten hatte, von Gott geschenkt worden war. Deshalb konnte er sagen, dass Gott gibt und Gott nimmt. Und dann den Namen Gottes segnen. Mhm. Ich kann mich wirklich nicht mit Hiob messen. Ist der Krebs meiner Tochter nicht etwas, das Gott zulässt? Warum hatte ich keine Ahnung, was Gottes Wille in dieser Sache ist? Ich habe wirklich nicht genug Glauben. Durch das Gebet und das Lesen von Gottes Worten verstehe ich jetzt seinen Willen. Ihr Schicksal liegt in Gottes Händen. Wie die OP auch verläuft, ich werde mich den Anordnungen Gottes fügen, meine Pflicht erfüllen und Gottes Liebe erwidern. Dank sei Gott. Dank sei Gott. Macht eine Pause. Ich bringe euch Wasser. Ja, sehr gern. Du hast einen Brief von zu Hause bekommen. Ich habe ihn mitgebracht. Könnte ja wichtig sein. Danke. Mama. Ich habe eine gute Nachricht. Meine Operation war erfolgreich. Am Tag der Operation hatte ich wirklich Angst, also habe ich zu Gott gebetet und ihn gebeten, mich mit einer erfolgreichen OP zu segnen, damit nichts schief geht.
Nach dem Gebet fühlte ich mich nicht mehr so ängstlich und ich schlief langsam ein. Als ich aufwachte, war die Operation vorbei. Der Arzt sagte, sie wäre gut verlaufen. Und ich war so glücklich, dass ich anfing zu weinen. Ich weiß, dass es Gott war, der mich beschützt hat. Ich bin ihm so dankbar. Mach dir keine Sorgen, Mama. Ich habe mich sehr gut erholt, also kannst du jetzt entspannt schlafen. Konzentriere dich darauf, deine Pflicht zu erfüllen und Gottes Liebe zurückzuzahlen.